Bunte Fassaden, gepflegte Außenanlagen und viel Platz zum Spielen. Das Haus Noah ist ein Ort zum Wohlfühlen. Und das wollten die Bewohner ihrem Gast an diesem Tag auch zeigen. Bischof Konrad Starsa hat den Bau der Wohnanlage für Flüchtlinge von Anfang an unterstützt. Und nicht nur finanziell. Ich hoffe auch, dass Sie diese Glaubwürdigkeit erleben, die so etwas ausstrahlt wie unsere Feier heute. Und auf diese Weise eine innere Sicherheit gewinnen und sich da auch im Denken und im Herzen was wandelt. Beim Gottesdienst in der benachbarten Kuratiekirche St. Johannes Baptist betete Bischof Konrad Starsa nicht nur für die Wohnanlage und ihre Bewohner, sondern dankte auch den vielen Helfern, die ihren Teil zum Gelingen dieses einzigartigen Gemeinschaftsprojekts mit Vorbildcharakter beigetragen haben. Die Segnung der Häuser war schließlich der Höhepunkt auf einer langen und oft auch schwierigen Wegstrecke. Am Anfang war so eine große Gegenwehr, ich würde sagen so bei 70% Gegenwehr, 30% waren dafür. Und wir haben erst Überzeugung leisten müssen durch die Konzeption des Hauses, durch die Begleitung der Leute, dass wir das vorweisen konnten und natürlich durch eine sichere Finanzierung. Und dann sind schon die Schranken etwas gefallen. Und die zweite große Hürde war dann, als die Regierung von Schwaben gesagt hat, dass die Finanzen nochmal zur Disposition stehen und der Bischof uns dann aber 850.000 Euro gegeben hat, dann waren wir eigentlich froh. Nur 8 Monate hatte die Caritas für den Bau benötigt, bevor sie die Häuser an den Mieter, die Stadt Augsburg, übergeben konnte. Die Wohnungen sind zwischen 60 und 120 Quadratmeter groß, hell, zweckmäßig eingerichtet. Das Haus Noah schafft nun eine optimale Ausgangslage, um Integration voranzutreiben. Einfach jetzt mal Sprachkurse zu veranstalten für Kinder, machen wir Hausaufgabenbetreuungen, Deutschnachhilfe, auch jetzt so Kulturen kennenzulernen. Das heißt auch jetzt, wie verhalten wir uns gut zueinander, also sich kennenlernen gegenseitig. Also bei all diesen Aktionen dann sind sofort Menschen da, die machen einfach mit. Wenn wir irgendwas veranstalten, sind sofort Menschen da, die einfach voller Freude mit dabei sind. Insgesamt 64 Flüchtlinge haben im Haus Noah eine neue Heimat gefunden. Zahlreiche alleinstehende Menschen, vor allem aber auch viele Familien, darunter Christen, Muslime, aus Afrika oder dem arabischen Raum. Allein 30 Kinder haben in der Friedrich-Ebert-Straße in Göckingen jetzt ein neues Zuhause. Noah heißt übrigens auch zur Ruhe finden. Ein schöner Name für Menschen, die hier endlich einfach nur ankommen dürfen.